Hi Leute, ich genieße gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang, tolle Aussicht hier. Mit dem Dachzelt unterwegs und ja, einfach grandios gerade. So, das wäre der Platz, ja Wahnsinn, direkt am Wald, hey. Das ist ja mal cool. Das gefällt mir. Und jetzt die Aussicht. Die ist ja auch mal krass. Da kann man schön runterschauen da. So Leute, ich muss jetzt erstmal ankommen, ein bisschen was herrichten, aufbauen und so weiter. Es gibt eine schöne Zeitrafferaufnahme. So, jetzt habe ich es doch umgedreht. Das Ganze, das Auto steht jetzt in Richtung Ausgang, wenn ich zurückfahre. Und gefällt mir schon viel besser. Also ausschauen kann ich von hier genauso. Ganz wunderbar. Ja, das passt eigentlich. Schauen wir mal, wie die Aussicht oben ist. Schön. So mag ich das. Genau. Hier ist mein Bettzeugs, werde ich jetzt herrichten. Und gerade stehe ich auch. Ja, das passt echt gut jetzt. So lasse ich das. So, das ist jetzt die andere Seite. Schön Wald rein. Genau, passt. So, da habe ich jetzt die Solar angeschlossen. Naja, bei den Wolken kriege ich gerade mal, ich weiß nicht, kann man nicht sehen, oder? 15 Watt zustande, was der da jetzt reinspeist. Aber ist ja auch bedeckt. Außerdem müsste ich das in die Richtung ausrichten zur Sonne. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Schauen wir mal jetzt. Also, wenn die Sonne ein bisschen mehr kommt, sind es 25 Watt. Gleichzeitig läuft die Kamera, wird aufgeladen und natürlich die Kühlbox läuft. Watt Einspeisung und 30 Watt Verbrauch. Also nur wenn es interessiert, 67 Watt, wenn die Sonne jetzt zwischen den Wolken mal vorbeiluckt. Das ist gar nicht schlecht. Es hat schon 1% hinzugeladen, also 83 von 82 auf 83% ist der Akku geladen und 30 Watt habe ich Verbrauch für die Kamera und die Kühlbox. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Sache. Passt so. So, mit dem Essen kann man ja warten, aber mit dem Trinken nicht. Ich habe Durst. So, Prost. Schön kühl. So, ich will euch mal was Lustiges zeigen. Ich habe jetzt hier mein Fake Place aufgebaut, den zweiten Stuhl. Kann ich euch auch erklären, warum.
Und wenn ich dann nachts da oben schlafe und vielleicht doch jemand vorbeikommen würde, der einen aufmischen möchte oder so, gerade bei so öffentlichen, ja, ich sag mal schon öffentlichen Platz, weil da hinten, da kann man, da ist die Straße, das sieht man ja alles. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man immer. Und das ist halt so meine Sache. Der Grund oder der Hintergrund deswegen, ich hatte halt vor langer Zeit mal so eine ziemlich blöde Erfahrung, was das betrifft. Da kamen tatsächlich Leute und wollten einen aufmischen. Ist aber ganz gut ausgegangen, das Ganze. Ich will jetzt nicht so weit ins Detail gehen. Und seitdem habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich nicht dieses Stealth-Camping mache, dann wenigstens so das einzurichten, dass es aussieht, als wenn da einfach mehrere Leute wären. Vielleicht als Tipp für euch, das Dachzelt ist ja doch fast für zwei Leute gedacht. Drum, sonst kann sowieso keiner einschätzen von da unten, würde das eigentlich passen. Das ist ein Dummy. Ich sage immer wieder, es ist ganz wichtig, dass man sein Equipment kennt. Es spielt keine Rolle, ob das Bushcraften ist, normales Camping oder Zelten, sonstiges, was auch immer. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, wenn man wegfährt, was einen erwartet mit dem Equipment, was man hat. Bei jeder Bedingung. Sei es nun Winter, schlechtes Wetter, Regen. Es gibt Leute, die kaufen sich ein Zelt, stellen es erst auf zum ersten Mal, wenn sie am Campingplatz sind. Was? Das gibt's nicht. Doch, gibt es jede Menge davon. Und dann kotzen sie, die Leutchen. Sagen wir mal, wenn ein Loch drin ist, es gibt Regen eine Woche lang, ja, und das Zelt ist halt nass oder sie wissen nicht, wie man es aufstellen soll, steht schlapprig da, spielt ja keine Rolle. Das finde ich furchtbar. Das ist ein ganz großer Fehler. Also wirklich, denk bitte daran, dass du immer dein Zeug testest. Die Zeit muss sein, die nehme ich mir auch immer. Jetzt weiß ich mit dem Zeug schon Bescheid. Also wenn ich mal länger weg bin, okay, so und so mache ich das. Weiß, was mich da erwartet. So, die Checkery, die ist mittlerweile wieder aufgeladen auf 100%. Perfekt, so muss das sein. Mit dem Sonnenuntergang gerade, schönes Licht und so, sieht toll aus. Wirklich beeindruckend. Gefällt mir echt gut. Ja, muss ich gerade dran denken, dass ich mit dem René auch 2 Tage am Platzl war. Boah, wir hatten ganz schön was an Regen. Sven ist da mit seiner Freundin auch nachgekommen.
War eine schöne Zeit. Ja, es war eine super Nacht, muss ich sagen. Jetzt gibt es erstmal Frühstück hier, Croissants und ein bisschen Marmelade dazu, Kaffee natürlich. Und ja, die Nacht, die war fantastisch. In dem Dachzelt, da bin ich schon so zu Hause. Ja, ist einfach cool. Sieht ganz schön aus. Jetzt werde ich mal da hochgehen und schauen, was es da so gibt. Jetzt muss ich den Kletterwald hier schleichen. Aha. Sehr schön hier oben, gefällt mir. Ist jetzt zwar keine große Burgruine oder so, aber ist doch ganz imposant. War bestimmt mal ganz schick und immer krass, wie die Leute das früher da wohl hochgekriegt haben, das ganze Zeug, klar mit Kutsche und Zeug. Trotzdem echt erstaunlich. Dann frage ich mich, wo der Abbau stattgefunden hat von den Steinen. Das ist ja dann meistens von der Burg immer in der Nähe irgendwo. Würde mich jetzt schon interessieren. Vielleicht ist das ein ganz guter Augenblick, um Servus zu sagen. Ich finde es hier ganz schön, ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Das war's. Ich fahre dann wieder zurück irgendwann, mache vielleicht noch einen Rast und so weiter, aber da gibt es nichts mehr zu filmen. Tja, an dieser Stelle danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Abo nicht vergessen, Glocke nicht vergessen. Ja, dann bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.